Hallöchen Leute, heute schauen wir uns das neue Video von Juck mich nicht an, also von Ju. Schaffen wir die siebte Klasse als Erwachsene? Und wie ihr wisst, habe ich ja vorher auch schon auf den fünften und sechsten Teil reagiert. Und da habe ich mich auch sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ja. Wenn ihr weitere Videos haben wollt, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert, dass ihr nichts weiter verpasst. Und let's go, rein da. Ja. Die Daft Punk Parodie in Songs of the Bohne, genau. Ich habe gelernt, man begrüßt dich so in Korea. Haseyo. Ist richtig, ne? Das ist sehr höflich, nur 90 Grad. Das ist sehr höflich, ja. Und du machst nur so. Okay, wie er den Ass noch so ein bisschen rausstreckt, so. Aber das ist scheinbar so, ja. Habe ich aber auch schon gehört. Ist das nur in Korea dann so? Ja, das wäre generell so asiatisch. Aber merkt mal wieder, dass ich komplett von Stereotypen besetzt bin und gar keine Ahnung habe von der Kultur. Gar nichts habe ich. So, ne? Na, ja. Nein. Weil ihr respektlos geworden seid. Die Jugend in Korea, in Südkorea. Dann machst du, wenn die Jugend bei uns heutzutage sich auch verbeugen müsste, so. Ich fände es cool, wenn Leute sich alle von mir verbeugen. Und ich der Einzige bin, der es nicht verbeugen muss. Gut, das hat was, wieder was mit König und Herrscher und sowas. Ja, ich wäre gern König und Herrscher von Deutschland. Wieso nicht? Wir kommen wieder zu einem sehr schwierigen Video. Ich habe mich sehr lange davor gesträubt, das eigentlich überhaupt noch zu machen, weil das war eine reine Blamage. Oh, Blamage denn, nicht. Naja, Blamage war es nicht. Also... manche Fratworten waren Blamage, ja, aber sonst eigentlich okay. Ich habe mich auch einigermaßen okay geschlagen. Ich muss meine Kamera, glaube ich, wieder beiseite schieben gleich. Du bist so ein Wichser. Ruhig bleibt 917 vor Christus. Ja gut, das, also wann Rom gegründet wurde, das ist schon wichtig, ne? Weil 753, Rom schlüpft aus dem Ei, ist ja das Sprichwort, ne? Nein, für die... Kinder. Ach so. In der Klasse, weil die so dumm sind und wir so smart sind. Ja. Dumme Kinder. Fünfte Klasse, eins mit Sternchen und... Das ist die Stimmung, die ich haben will, auf jeden Fall. Telefonnummer von der Schulleiterin. Sechste Klasse, auch durchgerockt und so weiter. Nudes bekommen vom Direktor. So ein Level waren wir. Was? So ein Level waren wir, okay. Und jetzt kommt eine bisschen schwierigere Challenge, nämlich die siebte Klasse. Have you angst a little bit? Ein bisschen, ja. Weil ich habe Angst, dass wir halt zu... Ich habe mich jetzt schon in die Mitte gesetzt, damit ich nachher nichts verdecke. Aber es ist ein bisschen weird, jetzt hier rumzuschweben, ohne dass ich was verdecke gerade. Ja, Jus Mund verdecke und so. Gut sind, so, und dann... Ja, ja. Halt ja, ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass so Siebtklässler sich das so anschauen und sagen so, die sind so smart, ich will gar nicht mehr in die Schule. Was? Ey, wir waren ja nie in der siebten Klasse, wir haben direkt übersprungen, haben direkt Abi gemacht, so. Ja, direkt Universität war ich. Also es passiert auch, glaube ich, einmal unter 8 Milliarden Menschen. Und zwei Fälle davon waren in Aachen, ne? Ja. Ja, stimmt, wir sind ja auch 8 Milliarden Menschen jetzt nur offiziell. War das nicht so? Wir haben vor kurzem die 8 Milliarden Marke geknackt. Ach, wir beide halt. So, womit fangen wir an? Das ist das Problem, ist so, ich würde gerne wissen, was ihr lieber haben wollt. Wir nehmen meistens immer die... Ich hätte mich jetzt viel später in die Ecke hier setzen sollen, weil sonst hätte ich ständig Juice Mund, das ist so weird hier, ich gehe wieder rüber erstmal. Fächer, wo es halt so Bildchen gibt. Weil das sieht spannender aus, so. Biologie ist immer gut. Oh, jetzt ist dadurch, oh, jetzt kann ich rüber. So, jetzt. Okay. Und sorry fürs Flackern, das ist immer, wenn ich die Szenen wechsle. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist mega nervig. Wirbellose Tiere. Wie heißt die männliche Biene? Drohne, glaube ich. Drohne? Die männliche Biene, die heißt doch nicht Drohne. Die heißt Arbeitsbiene. Ja, oder doch Drohne? Drohne klingt so weiblich, ne? Die Drohne, aber ich glaube, es ist wirklich Drohne. Weil es gibt ja die Königin und ich glaube Drohnen. Ich habe Drohnen schon mal gehört, das ist Drohnenwespen. Ah, ich weiß. Siehst du, da bin ich auch wieder doof. Also Königin kann es nicht sein, Killerbiene wahrscheinlich. Nee, Drohne, glaube ich. Drohne, ja. Drohne ist das Einzige, was alles macht, keinen Sinn. Ja, ja. Wir beide einfach Imker. Wieder dieses easy. Geworden. Ja, immer eigene Bienen, so hier drin. Ich hoffe, wenn... Was hat er gerade Bewegung gemacht jetzt hier bei seinem... mit Bienen, was? Man soll ja auch so eine Hauttherapie auch machen können mit so Bienen, wo du dich absichtlich stechen lässt. Denke ich mir so, hey, ist voll brutal. Bienen sterben dann, wenn die dich stechen, weil alle ihre Innereien mit rausgezogen werden. Nur, dass du eine schöne Haut hast. Wie brutal ist das denn? In der Schule da war es so gewesen. Einer sagt, was von... wären wir Imker gewesen. Nein, schau, wir wären beide so nebeneinander am Sitzen, so. Und wir haben so, wir sind so, Drohne. Und die sagt, ja, ist richtig. Und wir so, ja, 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 was unterrichtest du? Bastard. Welche Augen hat die Stubenfliege? Schlitzaugen. So, fucking racist, also. Ja. Facettenaugen. Glas. Facettenaugen. Das ist, was viele Facetten haben.
Augen ja eh nicht. Kugelaugen, ist, man könnte sagen, ja, sind Kugeln, aber das sind ja, das ist ja so richtig so, sieht ja aus wie so Polygone. Facettenaugen. Facettenaugen, ja. Welche der vier Begriffe gehört nicht zu den Insekten? Außenskelett, Facettenaugen, Tracheen, Reißzähne. Ich glaube Reißzähne. Nee, ja. Ich glaube auch Insekten können so eine Art Fänger haben. Die würde man vielleicht auch reißen. Ja, aber die reißen ja nicht. Also Tiere, die reißen ja. Das sind ja diese Teile. Sind das die Reißzähne? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sind es ja die, wo du so halt, ne, so rausreißt und fliegen, gehen ja nicht hin und, oder Insekten und reißen so raus, oder? Die kneifen das eher so ab, würde ich fast sagen. Keine Ahnung, ich sage Reißzähne. Reißzähne nennen. Ich glaube nicht, dass Insekten Zähne. Ja, ich weiß, aber Reißzähne sind vielleicht auch nicht Zähne, sondern. Reißzähne sind Eckzähne. Ich glaube, diese Eckzähne, aber diese längeren bei den Hunden zum Beispiel im Gebiss, die hier. Der heißt Reißzähne. Ich glaube, die nennt man Reißzähne. Ja, dann safe Reißzähne hier. Ja. Die gewöhnliche Kleidermotte zählt zu den Spinnen, Fliegen, Schmetterlingen, Käfern. Ich würde sagen Schmetterlingen, oder? Das Ding sieht eher aus wie ein Schmetterling. Sind Motten gehören zu Schmetterlingen? Ja, nicht. Ah, ich sage Flieger aber irgendwie auch nicht. Es sehen ja auch manchmal. Manchmal verwechselt die hier auch oft mit Schmetterlingen, weil die halt so ähnlich so rumflattern und sowas. Aber ob die wirklich dazu zählen, wie so eine Fangfrage könnte das wieder sein, ne? Ach. Ich sag Käfer. Nicht zu Spinnen und auch nicht zu Käfern. Ja, dann Schmetterlinge. Ja. Die sehen ja auch gleich aus. Ne? Ja, ja. Muss ja sein. Das sind einfach nur. Ah, komm, klick drauf. Ja, okay. Ich dachte, dass wir jetzt offensichtliche Schmetterlinge sind, aber okay. Dann soll aber doch wieder beim Offensichtlichen bleiben, ne? Welches der folgenden Insekten ist am größten? Also das ist halt schwierig, ne? Weil in Singapur sind Hornissen halt so groß, ne? Ich glaube, ein Hornisse ist schon groß. Auf jeden Fall ja. Die größte. Ja, ja, also Hummel ist ja eher dick. Aber nee, ja. Hornisse, die sind so groß. Ja, die können ja schon groß sein, ja, ja. Wir hatten mal ein Hornissennest bei uns im Garten in der Hütte. Mein Vater wurde am Knie gestochen. Der musste direkt ins Krankenhaus, weil es so fett angeschwollen ist. Das war brutal, ja. Ich hab Hornissen, Alter, wenn wir einmal nach Singapur fliegen, glaub mir, da fliegt manchmal so eine Hornisse so an dir vorbei und denkst einfach, Digga, Hubschrauber. Ey, ich hab's Fenster gerade offen, damit kühle Luft reinkommt, weil es gerade ein bisschen kühler ist. Aber ich hasse dieses Licht von der Seite. Das triggert mich so hart, da werde ich aggressiv. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich will ja auch Luft haben, nicht ersticken hier drin, aber muss es sein halt. So, viel besser das Licht. Ach, ich hasse echte Sonne. So laut? Die sind schon laut. Upsi. Die sind so. Ja, genau. Gewehr oder was? Hornisse. Ja, richtig. Ja. Hey, Singapur. Ja, Schmetterling hat einen Stachel. Nee, Saugrüssel. Saugrüssel, ja. Libellen haben einen Stachel. Das weiß ich. Schmetterlinge haben einen. Ja, die haben immer so ein Pup. Ja, so. Dann machen wir den auch so. Und dann. Das Gierige. Diese Soundeffekte immer. Alles klar. So kleine Mini. Ja, Saugrüssel. Ach, guck mal, Alter, Biologie einfach 1+. Was ist hier los? Was ist eine Lieblingsspeise der Marienkäfer? Ich würde mal. Blattläuse, glaube ich. Ja, regen wir mal nicht. Die Dinger. Blattläuse, weil ich habe früher in so einem Spiel gespielt, das hieß Da Vinci Leonardos Trickkiste, hieß die. Und da musstest du auch so verschiedene Tiere anklicken, verschiedene Insekten zu essen, bevor ein Blatt zersetzt wird komplett. Und da hast du auch mal so Marienkäfer ausgewählt und Blattläuse, dass die gegessen werden, weil der konnte nichts anderes essen. Deswegen Blattläuse. Also Regenwürmer, das ist ja schon so ein One-on-One-Battle, das geht ja schon ein bisschen länger dann. Boah, nee, Alter, Marienkäfer gegen so einen Regenwurm. Marienkäfer so groß, macht der Regenwurm so. Niemals. Der Regenwurm bewegt sich so langsam, der Marienkäfer denkt sich einfach so, Digga, würdest du doch heute mit irgendwas? Nee, aber ich glaube nicht, dass der mal der Marienkäfer so ein Werkzeug hat, um irgendwie den Regenwurm weg. Der ist doch viel härter, der hat doch diese Flügel, allein diesen schon so einen Panzer. Ein Regenwurm, guck mal, der Marienkäfer, der macht so, der geht zum Regenwurm und sagt, du Ficker, macht der erstmal. Ja. Dann packt er den so in der Mitte, zieht ihn so hoch. Ja, das geht. Und dann ganz oben sagt er so, Digga, ciao. Nee, der macht dann so, dreht sich so im Kreis. Macht so ein Sonic Boom mit einer Puff, wirft diesen Regenwurm so weit in die Erde rein, der Regenwurm macht einen Körper. Okay, man merkt auf jeden Fall, dass du mit Anime aufgewachsen bist. Ich glaube, der beschreibt da gerade den Kampf von Goku und Freezer und nicht Wurm. Durch die Erde. Das ist einfach ein Poko geworden auf einmal. Also Ameisen kann ich mir vorstellen. Nee, Ameisen. Nee. Marienkäfer. Ja, safe, ja. Die sind zwar klein, aber die haben so. Die haben Werkzeuge. Nee, die haben halt. Die sind halt klein, aber die haben halt ihre ganzen Cousins, Alter. Ja, ja. Und,
Komm mal mit! Ja, Raupen? Nee. Wäre auch zu groß. Wäre auch zu groß. Ich glaub, Blattläuse. Ja, muss Blattläuse. Ich meine, guck mal, das Ding chillt auf dem Blatt. Ja, ja, stimmt. Ja. Voll der Spoiler. Ja, da ist nur. Die anderen 2-7. Ja, die sind halt dumm. Alter. Deutsch. Deutsch bin ich schlecht. Deutsch bin ich sehr gut. Das hast du letztens auch gesagt, dann wäre richtig abgekackt. Nö. Doch, das war mit diesem Satzzeichen, mein. Ich habe Deutsch immer gehasst, also dieses Schreiben, immer, dieses Aufsatzschreiben, warum? So, das ist ein Ausrufezeichen. Ja, Punkt. Oder Punkt? Natürlich Punkt. Ja, du bist so schlecht darin. Ich erinnere mich an schon an irgendwie was. Nee, das können wir nicht machen. Ey, das ist zu dumm. Das ist nicht siebte Klasse, verfluchen? Alter. Verfluchen. Aber ich weiß nicht, manchmal, wenn ich Kommentare lese, dann denke ich halt auch immer so, ei. Aber die sind das nicht. Ja, das denke ich mir auch oft. Also, da habe ich auch bestimmt schon Verfluchen mit F gesehen. Die sind ja nicht in der siebten Klasse, ja. Grundschule dann. Jeder weiß, Verfluchen wird mit 2 F geschrieben, Freunde. Ja. Zeitform. Bestimme das Tempus der unstrichenen Verbform. Der Deutsch durchgefallen. Strichen. Du hast gesagt, du bist gut in Deutsch. Allen Anstrengungen des Herrchens zum Trotz wird der Hund nicht gehorchen. Also oh Tempus ist halt die Zeitform, ne? Allen Anstrengungen des Herrchens das nicht wird Futur, gehorchen. Das Futur 1. Futur. Oder ist das Futur 2? Ich weiß gar nicht mehr, was Futur 1, Futur 2 ist. Ich weiß aber auch nicht, was perfekt ist. Ich würde perfekt mal sagen, ist Futur 2. Perfekt ist, glaube ich, dieses hat gemacht, glaube ich. 2. Meinst du? Plusquamperfekt war dieses hatte gemacht, glaube ich. Futur 1, da bin ich auch voll deiner Meinung. Futur 1? Futur 1. Ja, Futur 1. Futur 1. Ja. 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 Wir aßen. Futur 2, Futur 1, Präteritum, Plusquamperfekt, Perfekt Präsens. Es gibt keine Simple Past. Nee, wie heißt das Ding nochmal? Simple, einfache Vergangenheit. Hä, das gibt's da gar nicht. Hä? Präteritum. Oh, was war das im Deutschen nochmal? Präsens ist die Vergangenheit. Simple Present. Präteritum ist es dann. Ich glaube, es ist Präteritum dann, Vergangenheit. Scheißdreck, ich habe alles wieder vergessen. Präteritum. Präteritum. Ja, easy. Ja. Du wirst gesunken sein. Okay, jetzt wird's schwierig. Futur 2. Das ist Futur 2, oder? Du wirst gesunken sein. Futur 2. Zukunft ist es ja. So. Was war nochmal Plusquamperfekt? Alter, das klingt wie so eine biologische Formel. Du wirst gesunken sein. Genau. Das heißt Futur nicht, du 2. wirst sinken, weil das wäre dann Futur. Perfekt oder Plusquamperfekt? Ah nee, das ist Futur 2. Ja, ja, natürlich. Weil Futur 1 heißt, du wirst sinken. Ja, das ist Futur 2. Und du wirst gesunken sein, ist dann Futur 2. Ja. Klick. Ja! Ja! Bist du verrückt? Ist eine fucking Frage einfach, oder? Also Präsenz. Ja. Verrückt? Ja. Das ist jetzt die Gegenwart. Gegenwart, bist du verrückt? Also Gegenwart, Präsenz. Ja. Bruder, guck mal, wir rocken hier. Hey, die haben bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht. Was ist da los? Ich hab auch alles richtig bisher. Oh, außer die Motte. Ja, scheiße. Aber ich hätte jetzt sehr schnell den gesagt, dann wollte ich doch was anderes machen, weil ich dumm bin. Jetzt ist die Übung fast vorbei. Boah, ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht bei einem normalen Satz. Ist das perfekt? Nee, ist Präsenz. Perfekt ist hat. Oder ist gewesen. Ist das auch perfekt? Aber auf jeden Fall... Präsens ist es jetzt hier. Nicht vorbei, sondern fast vorbei. Ich weiß halt nicht mehr, was ist denn perfekt nochmal? Drück. Ich glaube an perfekt, weil... Echt jetzt? Nein, Präsens. Einfach nur raten. Da steht doch ist. Ist vorbei. Jetzt. Jetzt vor allem. Ich sag jetzt. Ich sag Gegenwart. Nicht perfekt ist Vergangenheit. Jetzt ist jetzt. Das Ding ist, das ist eine Zeitangabe, das ist jetzt. Das ist eigentlich Präsens. Ja. Aber... Können wir mal kurz festhalten, dass du einen Vogel hat? Weiter mit dem Video. Und was bezieht ihr? Jetzt ist die Übung fast vorbei. Jetzt ist die Übung vorbei, wäre Präsenz. Jetzt ist die Übung fast vorbei. Das entkräftet das jetzt ja. Wenn wir Präsenz machen, weil wir Präsenz. Perfekt einfach nicht kennen. Mhm. Präsenz, ja. Ja, ich sag aber was. Easy, Mann, easy! So, die Zeitangabe. Ja, das ist klar, easy. Yes, wir haben so Glück, dass wir dieses Perfekt und dieses Plusquamperfekt noch nicht hatten. Ja. Hans wird gegessen haben. Boah, das ist jetzt. Okay. Wird gegessen haben. Das ist jetzt schwierig. Aber ich will es auch sagen, Futur 2 wieder, weil wird. Zukunft. Ne? Wie dieses wird gewesen sein. Jetzt aber Plusquamperfekt, glaube ich. Nein, ist es nicht. Hans Nein. wird gegessen Zukunft, haben. Futur 2. Irgendwas, wenn man. Also die Sätze da, ist wo das dann. Nicht, war das nicht Futur 2? Doch.
Nee, doch. Das vorhin war es auch, du wirst gesunken sein oder ja, sowas. Genau, ja. Hans wird essen, ist Futur. Hans wird gegessen haben, genau. Ist Futur 2. Ja. Genau. Oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Klar. Ja. Was denn sonst? Was soll es denn sonst sein? Ja, ja. Ja, schon richtig. Ja. Ja. Ich werde... Easy, Mann! ...geflüstert haben. Das ist Futur 2. Ja, das ist wieder Futur 2. Ja. Also Futur 2 ist immer mit haben. Ja. Nee, mit werde auch. Ja! Alles richtig. Wieso kam kein Plus-Komma-Effekt vor? Ich wollte jetzt scheitern sehen. Manno. Menschen sind wir, keine Götter. Aber Götter sind wir. Geografie, Geografie, oh, Asien. Geografie, Geografie Asien. Asien. In die Heimat. Wie heißt die Hauptstadt von Japan? Ja, Tokio. Einwohnerzahl von Indien. Eine Milliarde. Ja, ja, natürlich, 3 Millionen ja nicht. Ja. 50 Millionen auch nicht, ist ja auch eine Milliarde. Ja, Milliarde. Nee, ein bisschen gewartet. Bedeutender Bodenschatz Indiens. Steinkohle. Ich glaube nicht Diamanten, oder? Diamanten, sehr krass tief in der... Kennst du diese Blood Diamonds? Die, sind die in Indien, die Blood Diamonds? Oder sind die in Afrika? Die halt mit Blut und so geerntet wurden und sowas. Das klingt komisch. Aber ich würde jetzt sagen Diamanten. Diamantenszene und dann müsste ich das eigentlich wissen. Du bist ein Diamanten? Ja, ich handle ja nur noch mit Diamanten. So real Diamanten oder so fake? Fake. Ja. Steinkohle, safe. Bodenschatz Indiens, Steinkohle. Ja, doch, Steinkohle? Echt? Und warum machen wir hier denn Deutschland Dörfer kaputt, um Kohle zu holen, wenn wir auf Indien einfach holen können? Wie heißt die Hauptstadt Indiens? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne nur den Bombay Gin. Und der kommt woher? Bombay? Neu-Delhi. Ja, 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 natürlich. Easy! Mann, das weiß ich, warum machen die es nicht? Weil die es nicht so einfach erfinden, oder was? Unterirdische Seebeben lösen aus. Das Tsunamis. Weiß ich, das weiß ich. Tornados, ne, Hurricanes, Taifune, Tsunamis. Tsunamis, genau. Ja. Tsunamis sind ja so diese Wasserkrassen. Ne? Doch, sind diese ganz großen Wellen. Ja, weil Seebeben, da verschieben sich die tektonischen Platten so. Und dann geht es unter Wasser und im Meer und dann gibt es riesige Welle. Weil Tornados sind ja diese hier durch Luft, Hurricanes sind auch durch Luft, Taifune ist glaube ich auch mit Luft irgendwas. Deswegen passt es nicht, ja. Weil eine Erdplatte rutscht so. Ne? Ja, ich sag's auch nochmal. Aneinander zum Beispiel. Ja, so, ja. Nee, ja, so oder, aber ich glaube eher so für einen Tsunami. So für einen Tsunami, damit ja auch eine Welle entstehen kann, weil so entsteht ja nicht wirklich eine Welle, weil dann ist ja einfach nur DJ-Pult. So ist ja dann Erhöhung und deswegen das Wasser halt, was rüberschwappt. Würde ich mal sagen, ich als Geografie-Experte. Und dann das Wasser drumherum, denkst du so, fuck! Und dann, puh. Genau. Genau so. Ja. Wir wären so gute Lehrer. Ja. Die beliebteste Soße bei fast jedem Gericht in Japan ist Sojasauce. Ja, bestimmt nicht Ketchup. Ja. Reissoße. Reissoße. Fischsoße ist auch voll oft benutzt, aber ich glaube... Ich habe keine Ahnung von Japan. Ich weiß nur, wenn die Sushi essen, dass die ja Sojasauce drauf, also dass wir Sojasauce drauf machen. Aber sonst. Ich finde so, dass diese roten Umkringungen hier jetzt auch gerade aussieht wie ein Fisch. Ja, ins Detail, die Cutter hier. Japan ist halt Sojasauce. Ja, die beliebteste Soße, ne? Mhm. Fischsoße wird eher dann als beim Kochen benutzt, aber ist ja nicht die beliebteste Sojasauce. Ja. Jo, Alter! Also, ganz ehrlich, kein also, Fehler bisher. Ja jetzt ein, also, Einser-Durchschnitt gerade einfach. Eins nach dem anderen. Ich bin gerade jetzt aufgestanden, 5 Stunden geschlafen oder sowas. Ich habe nachts übelst den Krampf gehabt. Oh, das wehgetan. Ich wollte einfach nur schlafen. Die Füße haben sich gedacht, nein, hier, Mittelfinger, du musst jetzt leiden. Aber hier, Fiesk. Fiesk ist auch stark. Wir machen mal Akustik, ja? Beherrschen wir alle, auch ihr. Das ist Hören. Es gibt immer Menschen, die nicht hören können. Ja, stimmt. Wodurch wird Schall erzeugt? Durch Schwingungen. Schwingungen. Eile, 1-0 hier. Wie hören wir? Schwingungen bringen unser Trommelfell zum Schwingen. Es gibt keine Erklärung. Ja, was? Schau mal, du meldest dich in der Schule. Hä? Und da steht da noch, Schwingungen bringen kleine Teile in das Ohr. Was sind das für Fragen? Haben die wirklich 7. Klasse ausgewählt? Die Fragen sind alle viel, viel einfacher als 5. 6. Klasse davor. Was ist denn da los? Es gibt keine Erklärung dafür. Schwingen bringen kleine Teile in das Ohr. Ja, also das Trommelfell, das empfängt ja die Schwingungen. Ne? Alles Sound ist eigentlich Schwingungen. Das sieht, wenn man das in Graphen sieht, ist es immer so. Waves. Waves, ja genau. Wir reden eher so ein bisschen New Modern, also wir würden eher sagen Waves. Waves. Ja. Schwingungen bringen das Trommelfell zum Hören. Wo breitet sich der Schall am schnellsten aus? Also Wasser schon mal nicht, Luft. Ne? Das kennt man ja, wenn man unter Wasser ist. Und ich rede mit dir. In der Luft, oder? In der Luft, natürlich, weil da kann ich der Schall. Ich rede ja mit dir. Ja, ich rede ja auch mit dir. Und dann die Waves so, ja. Die gehen so durch die
Genau. Und wenn wir jetzt durch Metall miteinander sprechen, so. Oh, ja. Dann würden wir uns weniger. Diese Musik dazu. Wir verstehen, also safe Luft, oder? Oh, was? Durch Eisen schneller? Was? Der erste Fehler. Dün, dün, dün. Ja, aber da war ein Text dabei, was stand da noch dabei? Teil miteinander sprechen, so. So. Die Szene mussten wir noch mal sehen. Dann würden wir uns weniger verstehen, also safe Luft, oder? Leider falsch. Im festen, flüssigen Körper bewegt sich der Schall schneller als in Luft. In festen und flüssigen Körpern. Das heißt, in Wasser auch schneller? Hä? Aber wenn ich unter Wasser bin, kann ich nicht nochmal reden. Die Teilchen haben einen geringen Abstand und können die Schwingungen besser weitergeben. Okay. Alles klar. Hm. Ich wusste Eisen. Ich wusste Eisen. Flüssigen ja, Körper sag mal jetzt. Ach so. Schneller als in der Luft. Ich dachte sogar Eisen irgendwie, weil es leitet ja auch. Deswegen dachte ich eigentlich, Eisen ist richtig. Hm, kann auch sagen, vielleicht wäre es. Ja, war ja auch richtig. Also, ey, Flüchtigkeitsfehler so. Ich finde, nee, wir haben... Aber es ging ja auch um Schwingungen, ne? Es ging ja nicht um Schall. Schall ist in der Luft, glaube ich, schnell. Aber Schwingungen an sich, wenn ich eine Metallstange habe und ich schwinge die, dann ist das andere Ende ja... Na, ich hoffe damit. Note von 3, ich habe Physik abgewählt. Eins auf einmal? Hä, hey, weil wir einen Fehler gemacht haben? Bastard, Alter. Das ist so ein Lehrer, Alter. Das ist so krass, Alter. Das ist so nicht, das ist so subjektiv alles hier. Ein gespanntes Gummiseil schwingt mit der Frequenz 20 Hertz. Das Seil macht dabei eine Schwingung in 20 Sekunden oder 20 Schwingungen in einer Sekunde? Ja, 20 in einer Sekunde, oder? Ja, natürlich. Ja. 20 Schwingungen, dann... Ja. Eine Sekunde. Eine Schwingung... Mit Soundeffekten so noch dazu, super. 20 Sekunden ist ja so... Das ist ja... Mega dumm. Ja. Ja, easy. Ja, tschak, tschak, brr. Wie breitet sich der Schall im luftleeren Raum aus? Luftleeren Raum. Also sagen wir mal, im Weltall, da hast du keine... Ich glaube gar nicht, oder? Gar nicht. Wie soll er sich verbreiten? In der Luft, da ist alles... Du hast so keinen... Du hast keinen Ton. Ja, du hast keinen Ton. Breitet sich hier gar nicht aus. Breitet sich hier gar nicht aus. Aber wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt beide im Weltall sind, sind wir natürlich auch ziemlich schnell tot und erfroren. Ja, ich weiß. Wenn wir im Weltall jetzt wären, ich rede mit dir an dieser Distanz, würdest du mich gar nicht hören? Man fängt ja schon ein Signal, oder? Wie willst du denn überhaupt reden? Du musst ja dann die Restluft aus der Lunge nehmen und so, kannst ja nicht einatmen dabei. Das heißt, du musst ja so machen. Und ob dann dieses Stückchen Luft reicht und dass das bei ihm dann ins Ohr geht, bevor sie halt bei der Rippchen sind, weiß ich nicht. Aber das ist ja nicht durch luftleeren Raum, da ist ja dann Luft in dem Raum. Stimmt, und die Signale gehen ja sogar noch viel weiter. Deswegen frage ich mich gerade, warum. Ja, aber das ist ja Schall, das ist ja nicht Schall. Hä, es geht um Schall gerade, nicht um andere Signale. Was sind das, Schallwellen? Sind Signale Schallwellen? Also ist das die dümmste Frage wahrscheinlich. Ich glaube schon, oder? Nee. Oder wie kommunizieren Raumstationen, sag ich mal, mit der Erde? Das muss ja auch eine Art Frequenz sein. Das heißt, der Schall breitet sich hier verstärkt und schnell aus, oder? Nee. Ich weiß es nicht, also verstärkt und gar schnell. Gar nicht, ich sag gar nicht. Guck mal, okay, die Erklärung ist super easy. Egal, was ich jetzt, ne, ob das eine Frequenz, ein Signal oder auch irgendwo auch ein Gegenstand, jetzt einfach nur nach vorne werfe, ja? Auf unserem Planeten wird das ja aufgrund der Schwerkraft runtergezogen. Das heißt, du hast halt natürlich Faktor Schwerkraft, aber auch Luftwiderstand. Das heißt, du hast generell viele Faktoren, die dafür sorgen, dass das irgendwann langsamer wird. Im Weltall hast du es ja nicht. Da hast du ja keinen Gegenwiderstand, ne? Also, schnell. Diese Notizen dabei, ey, mega die sinnvolle Erklärung. Danke, du. Am Ende ist es eh falsch wieder. Ich würde das oben links sagen. Nein, ist nicht. Klick drauf, wenn du dran glaubst. Nein. Klick. Wofür bist du denn? Gar nicht? Entweder das erste oder gar nicht. Also eins von beiden. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Klicke ja. Oben links. Du hast schon geklickt. Nein. Ja. Gar natürlich gar nicht. Der Schall. Oh, Mann. Das Ding, das ist schön erklärt, Schuh, aber nee. Eigentlich hatte recht, Alter. Easy, Leute, easy. Physik abgewählt, trotzdem noch King. Scheiße. Ah, das eine hat gar nichts mit dem anderen zu tun gehabt, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das ist ja so eine stundenlange Erklärung für nichts, Alter. Durch den luftleeren Raum breitet sich der Schall ja nicht aus, oder? Hey, habe ich gerade beantwortet? Hä? Ach, luftleer ist ja wieder was anderes. Nee, der hat doch vorhin auch luftleer, hä?
Der breitet sich nicht aus, oder? Ja, nicht. Das haben wir doch gerade. Das nicht gerade? Ja, natürlich. Ja. Nochmal. Diese Pfandfrage, oder? Die Einheit der Frequenz ist Hertz. Ja. Geschenkter Punkt, geschenkter Punkt. Vergleiche die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in Luft, Wasser und Eisen. Im Wasser ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit am... Wir hatten noch Eisen am besten. Eisen, dann Wasser, dann erst Luft. Ja, genau, ja. Luft am kleinsten, Eisen am größten. Das unterste. Das unterste, ja. Im Eisen ist es größer, haben wir doch gerade gelernt, oder nicht? Ah, guck mal, wir haben es. Bruder, Note 2.6 immer noch, ey. Welcher Ton ist höher? B. B, ja. Je höher die Schwingung, desto höher ja, genau. auch der Ton. Ja, Ton im Bild B. Easy. In alten Filmen legen die Indianer ihr Ohr auf die Schiene, um festzustellen, ob ein Zug kommt. Ja, stimmt. Dies liegt nicht an einer besonderen Gabe, sondern daran, dass Eisen den Schall viel besser weiterleitet als Luft. Ja. Richtig. Hä, nochmal drei Fragen zu diesem Eisen- und Luftschall-Ding? Was ist das denn jetzt? Mann. Das ist richtig, ja. Das war's. Wir haben eine 2 raus. Aber immer noch besser als andere Schüler. Und ich habe jetzt eine Frage richtig, die falsch hatten. Das heißt, die Schmerlingsaufgabe-Frage von vorhin ist wieder ausgeglichen. Nice. Anderer Schüler 2,8. Ich habe eigentlich mehrere Fragen, ich glaube, die falsch gelabert haben, oder? Durch Schwingungen im luftleeren Raumschall. Das heißt, ich führe eigentlich gerade, oder? Ja, Mann. Obwohl, nee, das war die Frage, die ich richtig hatte, die falsch hatten mit dem Schall. Ach, keine Ahnung, schreibt in die Kommentare, wie gut ich gewesen bin. Ich weiß es nicht mehr. I see me whip, I see me nene. Oh Gott, alter Trend. Wir machen einfach, guck mal, wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit durchrocken hier. Also wir machen mal einfach, indem ich auf jeden Fall schlecht war. Da war ich 5 minus. Da war ich gar nicht da. Ja, du warst bei mir, hast du geguckt. Wenn Chemie. Die Öffnung geschlossen wird. Chemie auch abgewählt. Physik und Chemie beides abgewählt. Vermischt sich das Brenngas mit dem Oxidator erst am oberen Röhrenausgang und entwickelt geringe Temperatur. Was? Also da ist eine Öffnung. Um was geht es jetzt, wenn die Öffnung geschlossen wird? Das fängt ja mit dem Satz irgendwie an. Vermischt sich das Brenngas mit dem Oxidator erst um... Keine Ahnung. Und wenn die geschlossen wird, vermischt sich das Brenngas mit dem Oxidator erst... am oberen Röhrenausgang und entwickelt geringere Temperaturen. Ich habe gar nicht zugehört. Ich denke auch gar nicht. Falsch. Ich habe irgendwie im Kopf, wenn die Öffnung geschlossen wird, dann so wie beim Düsenjet, wenn das ist auch irgendwie. Dann wird's ja heißer. Dann wird's ja heißer, oder? Also falsch. Das war falsch. Ich habe das klang wie eine Frage mitten aus dem Satz rausgegriffen irgendwie. Das klang nicht vollständig. Ich schieb mich direkt durchgeholt. Wir haben Note 6 gerade. Digga, es ging um irgendeinen Oxidator und wir reden von Düsenjets. Was sind die Kennzeichen eines physikalischen Körpers? Körper sind immer fest, Körper haben ein bestimmtes Volumen, Körper haben eine bestimmte Form, Körper gibt es nur bei Lebewesen. Ich würde sagen Volumen, weil Volumen und physikalisch... Hat Wasser einen physikalischen Körper? Ja, nicht, oder? Aber das war ja nicht die Frage. Ja doch, Wasser ist doch ein physikalisches Körper, oder? Ist ja ein Körper, oder? Muss ein Körper immer fest sein? Nee. Luft ist kein Körper, oder? Luft hat ja nicht kein festes Volumen, weil Luft ist ja überall so. Luft kann ein Volumen haben, wenn du sie in den Bottich packst, dann ist da ein Volumen von Luft drin, aber sonst ist es ja frei. Wenn du ein Stück, wenn du Wasser hast, ein bisschen, ist das ja ein Körper, Volumen oder ein Stück Plastik oder so, keine Ahnung. Was sind die Kennzeichen eines physikalischen Körpers? Die Körper sind... immer fest, oder? Ja. Du bist ja zu einer Gaswolke auch nicht sagen, ein physikalischer Körper. Klar, die sind immer fest. Die sind immer fest, safe. Nee, Volumen. Die sind immer fest. Ja, Volumen. Ich wette, Volumen und Form. Okay, mach. Ja. Och, du bist doch voll gut. Tja. Ich wusste es. Aber ich wusste nur Volumen, ist das andere nicht. Aber ich habe eine Frage nicht mehr gewusst. Das heißt, ich führe jetzt safe, oder? Alter! Ich mega. Aber trotzdem, es ist Note 6, ey. Wie heißt das Laborgerät? Was? Das ist eine Schale. Was denn? Es ist kein Urglas, es ist kein Reagenzglas, es ist kein Rundkolben, es ist kein Becherglas, es ist kein Erlenmeyerkolben. Abdampfschale. Es ist kein Messzylinder, es ist kein Bunsenbrenner, es ist keine Abdampfschale. Eine Abdampfschale ist es bestimmt. Schale. Ja. Das einzige Wort, was hier passt. Ja, Abdampfschale. Ja. Wie heißt das Laborgerät? Das ist ein Messzylinder. Das sieht aus wie ein Messzylinder. Ja. Das ist sogar zum Messen. Milliliter. Ja. Zum Messen. Ja. Becherglas. Ach so. Becherglas ist das Ding. Ja, stimmt, ich sage, das heißt Becherglas. Punkt für mich. Nein, Quatsch, ich hab's auch falsch. Glas?
Das war's? Niemals! Das ist ja locker so eine Weltmillionär-Frage, 50 Euro oder sowas. Frage bei Messzylinder, weil da ist ein Zylinder und Messdinger drin. Das ist eigentlich Besserglas. Heißt so eine richtige Fangfrage, richtig gemein. Es labert doch nicht. Die haben uns so verarscht. Ja. Das ist extra dahingeschrieben. Das hat gesagt, Messbech. Am oberen Ende der Brenner... Was haben die denn jetzt mit diesen Brennern? Am oberen Ende der Brennerröhre wird das Gas entzündet und verbrannt. Ja. 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 Sie, als Brenngas im Gasbrenner... Wir verarschen uns doch hier gerade, oder? Das also das Gas im Gasbrenner kann für gewöhnlich eingesetzt werden. Ich glaube, kein Wasserstoff. Ja, Sauerstoff ja auch nicht. Butan, glaube ich. Butan? Ich glaube... Ein Ort in China. Ich glaube nämlich, dass diese Brenner... Ist nicht mehr Propangas? Ich habe mir im Kopf noch Propan irgendwas mit der Schule, aber ich weiß nicht mehr genau was. Campingbrenner, die man öfters benutzt. Mm. Ich glaube, dass diese Flaschen, dass da Butan dran stand. Das vor Ort. Aber ist nicht eigentlich Butan jemand, ein Botaniker, der Pflanzen züchtet? Digga, Sherlock Holmes, Alter. Bist du Sherlock Holmes oder nicht? Ja! Na, doch, Butan. Okay, ich habe keine Ahnung davon. Propan war bestimmt irgendwann was mal in der Schule. Glocker kam es auch mal vor. Alter, war klar. Aber was noch? Propan. Weil das reimt sich darauf. Easy. Ja. Noch? Ja, Propan. Ist auch richtig. Ja, sehr gut. Eine Sache. Ja, Erdgas. Also wie man... Ach, ich habe keine Ahnung. Erdgas. Ja. Alter, ganz ehrlich. Ich schicke jetzt mal Chemielehrer. Und dann? Dann zeig ich dir, Digga, pass mal richtig auf. Dann schreib dir zurück, wer bist du nochmal? Bei geöffneter Luftöffnung vermischen sich Luft und Brenngas. Also ich habe von allen Lehrern, die ich hatte... Kann sich bestimmt noch ein Lehrer an mich erinnern, das ist mein Lateinlehrer. Weil er hat mich so schön auf den Kieker gehabt, dass er mir immer die fiesesten Fragen gestellt hat. Der weiß ich bestimmt noch, wer ich bin. Ich habe ihn außerdem auch mal getroffen im Supermarkt. Das war auch unglaublich unangenehm. Bereits innerhalb des Gasschlauchs. Alter, diese scheiß Brenndinger da jetzt hier. Hört doch mal auf. Ja, richtig. Falsch. Hä, nicht innerhalb. Ah doch, innerhalb. Da steht sogar hier unter Text, innerhalb des Bunsenbrenners. Bereits innerhalb, okay, okay. Pff, keine Ahnung, aber ja klar, wenn es aufgeht, geht Luft ja direkt rein oder so. Ach, ich... Keine Ahnung, Chemie abgewählt. Hatte, wusstest du irgendwas? Nein, ich war gerade überrascht, dass du so sicher warst. Der Gasbrenner wird der scheiß Gasbrenner. Ja, der Gasbrenner... Nein! Ich hab nicht mal die Frage gesehen. 50-50 Chance wahrscheinlich aber nur. Die rauschende Flamme entsteht bei geöffneter Luftzufuhr. Richtig. Das ist gut. Ja, ja. Was sind wir denn? Wie heißt das Laborgerät? Das nehmen die Löffel. Löffelspatel. Ja, Löffelspatel. So was Ding nennen? Spatel? Nee, Löffelspatel. Ja, das ist ein Löffelspatel. Ja, ja. Boah, dann haben wir aber richtig auf. Ja, ein Urglas kann es wohl nicht sein, also das ist offensichtlich. Alter, wir sind ja so aufgeholt gerade. Wir sind immer noch besser als die anderen Schüler, ihr dummen Kinder. So, liebe Freunde, wir haben mal wieder bewiesen, wie intelligent wir sind. Ne? Intelligent? Ja, Gymnasium einfach durchgedribbelt. Es ist voll okay, dass ihr euch jetzt ein bisschen schlechter fühlt, aber es ist halt, wir können auch nicht... Nee, ich fühle mich gut eigentlich. Ich habe eigentlich jetzt Gleichstand, weil ich habe manche Sachen nicht erraten, am Ende es mehrere Antwortmöglichkeiten gab. Aber ich würde sagen, Gleichstand. Also ich fühle mich gut. Dafür, für unsere Überintelligenz. Ey, wir waren diesmal echt besser als letztes Mal. Ja, wir waren besser als in der fünften. Also. Ey, Ju muss unglaublich viel Spaß bei diesen Videos haben, weil er sich sogar schon so lacht, dass er schon Tränen in den Augen hat, die runterlaufen hier so, ja. So, nächste Folge wird dann 8. Klasse. Und laut Berechnungen und laut Notenquote werden wir immer smarter. Das heißt, irgendwann kommen wir beim Abi an und dann rocken wir das Ding so. Schaut bei John vorbei, wenn ihr noch mehr, Okay. Also, Abi habe ich noch viele Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich bin gespannt aufs Abi, wie ich da weiter schaffe. Aber ja, wenn ihr weitere Videos haben wollt, auch wie ich das Abi hier noch mitmache, dann lasst auf jeden Fall da Mutter und abonniert auf jeden Fall, sind die verpasst, wenn soweit ist, ne? Deswegen, haut raus, ciao. Brody Fly, meine Identität, die bleibt geheim. Rette, wenn die beiden Keks versagen, jeder weiß, ich flye heim.